hinter uns könnt ihr einen Blühstreifen sehen. Ne? Links auch, da auch, da auch, da auch, da auch, da auch. Markus, Blühstreifen kennt ja eigentlich irgendwie jeder und weiß, dass irgendwie Blühstreifen sind. Aber was heißt denn das für einen Landwirt für dich? Du baust Blühstreifen an, in welcher Größenordnung, warum, wieso, weshalb? Weil du da Bock drauf hast oder weil du Schützungen kriegst oder weil du verpflichtet bist? Also Bock haben auf jeden Fall, weil es schön ist, aber auch, weil es eigentlich verpflichtend ist. Wir müssen als Landwirte halt gewisse Abstände von Gräben, wie wir hier sehen, oder auch verschiedene Auflagen, von Abständen von Gräben einhalten, von Düngemitteln halt oder Spritzmitteln müssen wir halt gewisse Abstände einhalten und Auflagen müssen wir halt erfüllen. Jetzt das Greening, was letztes Jahr halt Pflicht war, und die 4% Stilllegung, die wir halt ab diesem Jahr machen müssen. Ihr müsst 4% eurer Gesamtfläche stilllegen. Ganz genau. Wir müssen 4% unserer gesamten Ackerfläche, also ausgenommen Grünfläche, der Ackerfläche müssen wir nach der Ernte dieses Jahres müssen wir brach liegen lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, der brach liegen lassen, also die Stoppelbearbeitung und 14 Tage nach der Ernte mit einer Einsaat, einer Frucht, die halt vorgegeben ist, oder halt du lässt halt die Stoppeln nach dem Mähen einfach so liegen und lässt das aufwachsen, was halt auf dem Acker aufwächst, ohne eine Stoppelbearbeitung jedes zu machen. Jedes Jahr dieselbe Fläche, wenn du also einmal ausweist und sagst, also von meiner Gesamtfläche 4% ist die Fläche, oder musst du das verteilen und ab und zu erneuern? Oder? Da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst sie halt als Dauerbrache nehmen, die Fläche, oder du wechselst halt jährlich deine 4%, die du halt stilllegen möchtest. Aber da reden wir von der Brache. Das ist Brache, das Thema, ne? Aber ist es gleichzeitig mit Flächenstilllegung. Ja, das hat ganz aber genau. mit dem Blühstreifen nichts zu tun. Doch, du kannst auch, also du kannst auch die Blühstreifen weiterhin so machen. Die kannst du dann halt als 4%, deiner 4%igen Stilllegung mit anrechnen lassen. Du musst aber eine zusammenhängende Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern als Blühstreifen jeweils haben. Und den kannst du dann auch, wie gesagt, ansehen oder halt auch brach liegen lassen. Für euch als Info, ne? Damit ihr mal so wisst, warum sind da die Blühstreifen? Was hat das mit den Landwirten zu tun? Diese Stilllegung, bekommt ihr die bezahlt oder wird das einfach von dir eingefordert? Nein, das ist eine Verpflichtung. Diese Stilllegung ist eine Verpflichtung. Du kriegst es halt bezahlt als Ausgleichsfläche oder das heißt jetzt ja deine, nicht mehr Flächen, doch Flächenprämie, die du dieses Jahr halt bekommst pro Hektar. Wird das halt mit angerechnet. Also heißt das, es wird dir das, was du normalerweise auf der Fläche ernten würdest, von der Saat bis zur Ernte, wird dir dementsprechend vom Staat ersetzt? Nein, ersetzt nicht. Das ist nur, dass du halt deine Prämie kriegst, also deine Prämie, die du am Jahresende kriegst, aber nicht deinen Ertragsausfall, den du auf der Fläche hättest. Den kriegst du halt nicht ersetzt. Ne? Also, ne, das finde ich nämlich auch ganz interessant. Nicht, dass ihr denkt, ja, kriegen die Landwirte sowieso alles ersetzt. Nein, es sind diese 4% Fläche, die sie stilllegen müssen und dafür, dass sie die stilllegen, kriegen sie eine Prämie. Aber den Ausfall, den sie haben, weil sie auf dieser Fläche nicht mehr ernten können, bekommen sie nicht ausgeglichen. Nein. Also nicht immer auf die Landwirte schimpfen, weil auch die dazu kräftig mit beitragen, dass wir Blühstreifen, Brachflächen und dergleichen mehr haben. Manche gehen auch noch von sich aus drüber weg und machen noch mehr dazu. Das zu einem anderen Zeitpunkt mal. Danke, Markus. Gerne. Tschüss. Tschüss.